passiert? Ja, das konnte man jetzt leider nicht verstehen. Das werden wir jetzt gleich im Dialog erst erfahren. Also im Dialog in Anführungsstrichen mit den Bibliothekaren. Weil er mag es nicht so gern, wenn man Tier genannt wird. Und dann haut er mir immer auf die Fresse. So. Das sind jetzt die Dialogmöglichkeiten, die wir haben. Das ist einfach nur verabschieden. Normalerweise hat man immer nur, glaube ich, diese vier Optionen. Einmal einfach nur quatschen, dann humoristisch eine Frage stellen oder halt wütend oder provozierend. Und hier könnte ich jetzt direkt nach dem Buch fragen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Möglichkeiten durch. Hallo? Potzblitz? Bist du etwa der Bibliothekar? Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Okay, gab's wegen gleichen Hast du die Nummer des E? Genau. Das würde ich jetzt immer wegdrücken, weil ich glaube, es kommt bei fast jeder Dialogoption. Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Jo, tierisch groß. Zack, weiter. Darf ich mir ein Buch ausleihen? Uk, uk. Wie bitte? Uk, uk, ik. Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Uk, uk. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Uk! Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja, genau. Du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Oh, ein Leserausweis. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Ja, jetzt hör mal zu, du Affe. Leider habe ich keinen Leserausweis. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. So, mich. Ja, Leserausweis brauchen wir nicht. Das kann ich schon mal verraten. Hey, wem gehört das Tier? Ja, okay, alles klar. Und jetzt fragen wir direkt nach dem Bitte Buch. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon. Jemand, der kein Tier ist. Und da ist es wieder. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Das war ja eher ein Monolog, das war kein Gespräch. So, wir kommen jetzt noch nicht da dran. Wir brauchen aber auch keinen Leserausweis, um das Buch zu bekommen. Das ist nicht das Buch, was ich brauche. Das ist das... Das illustrierte Buch der Levitation. Ja, genau. Darin geht's um Levitation. Und dahinter ist hier irgendwas. Soweit war ich aber auch noch nicht beim Offscreen-Spielen, dass ich jetzt noch nicht herausgefunden habe oder auch mich nicht mehr erinnern kann, was das war. Meine Güte. Da drin leben kleine Broschüren. Die leben, okay. Das ist auf jeden Fall hier ein recht großer Bereich. Guten Tag, schäbiger Bursche. Eine goldene Banane? Das funktioniert. Okay, kann ich jetzt so nicht wegnehmen? Tja, ich schätze, wir sollten seine windabgewandte Seite meiden und außer Reichweite seiner Hände bleiben. Ach, quatsch mal mit dem. Psst. Hey, du da. Wer, ich? Hast du jemals dran gedacht, wie schön es wäre, Land auf der Halbinsel Frammenwanger zu besitzen? Ist sie nicht überschwemmt? Genau darin besteht einer ihrer Vorzüge, Freund. Stell's dir vor, ein gemütlicher Ferienort. Das Meer garantiert der dominierende Faktor des Panoramas. Ah, guck mal, ich kann nach der Banane auch fragen, aber wir gehen wieder alles durch. Himmel, ja. Ein so gutes Angebot muss ich unbedingt nutzen. Im Ernst? Nein, es war ein Scherz. Ich wollte nur möglichst freundlich sein, um das Gespräch aufzulockern. Aber das ist gemein, jawohl. Du wächst Hoffnung in mir, um sie gleich darauf wieder zu zerstören. Es ist ein sehr anstrengender Job, das Schwindeln und Betrügen. Nun, vielleicht brauchst du Urlaub. Ja, aber wo soll ich ihn verbringen? In den gewöhnlichen Ferienorten findet man heutzutage gar keine Ruhe mehr. Ich habe gehört, dass es auf der Halbinsel Frammenwanger sehr ruhig sein soll. Auch nicht schlecht. Biete ihm sein eigenes Angebot ein. Jetzt bin ich also der Bösewicht. Warum stimmen deine Lippenbewegungen nicht mit den Worten überein? Wegen des L-Raums. Die Bibliothek ist ein Knotenpunkt des L-Raums. Zwischen ihren Regalen erstrecken sich alle Epochen von Vergangenheit und Zukunft. Um ganz ehrlich zu sein, mir wird dadurch ein wenig schwindelig. Den L-Raum, den werden wir auch noch kennenlernen. Dauert aber noch ein bisschen. Was hast du unter dem Mantel?
Sanduhren. Möchtest du eine Sanduhr kaufen? Wo kommen die alle her? Fielen von einem Eselkahn herunter, teuerster. Offenbar bist du außergewöhnlich dumm. Wenigstens trage ich kein Kleid. Hat er auch recht. Was hat's mit der Banane in deinem Ohr auf sich? Das ist mein Spezialschlüssel für die Bibliothek. Ich kann dir Zugang zu den Regalen verschaffen. Ich kann sogar dafür sorgen, dass dir der Bibliothekar jeden gewünschten Dienst leistet. Diese Banane ist wahrhaft einzigartig, teuerster. Mag sein. Aber warum steckt sie in deinem Ohr? Die mystische Natur des Universums lässt sich nicht mit wenigen Worten beschreiben. Begnügen wir uns mit folgender Feststellung. Unsere Gedanken formen das Weltliche. Und die Realität hängt von der Wahrnehmung ab. Gilt das auch für Drachen? Vielleicht. Und warum steckt die Banane in deinem Ohr? Welche Banane? Ach, mir reicht's jetzt. Wie viel verlangst du dafür? Wofür? Für die Banane. Ah, sie ist nicht zu verkaufen. Nicht für alles Gold im Königreich, Kumpel. Nicht für alles Gold im Königreich. Im Ernst? Nein. Wenn du mir alles Gold im Königreich bringst, gehört die Banane dir. Und das sollten wir uns merken. Na schön, mach dich nicht zu rar. Bis dann. Das fand ich jetzt auch echt einen ganz geilen Dialog. Was ist das hier? Seile. Erinnert mich ans Schlafzimmer meiner alten Tante. Okay, das möchte ich nicht sehen. Gut, okay, jetzt müssen wir erstmal irgendwie eine Möglichkeit finden. Oder können wir jetzt schon mal mit dem quatschen? Ach, guck mal hier. Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen? Ja, ich verstehe. Ja. Aha. Ja, verstehe. Du meinst also, der L-Raum gibt nur Bibliothekaren die Möglichkeit zur Zeitreise? Und die ganze Sache ist so kompliziert, dass sie nicht mit Gesten und Grunzlauten erklärt werden kann. Aha, dachte ich mir. Wenn ich in den L-Raum wechseln müsste, um in die Vergangenheit zu reisen, könntest du mir dabei helfen? L-Raum ist die Verwirrung im Kontinuum, die durch eine große Ansammlung von Büchern verursacht wurde. Stell dir nur einmal einige dieser alten Secondhand-Buchläden vor, die so aussehen, als hätte sie Escher auf einem schlechten Trip angelegt. Sie haben mehr Stufen und Absätze als Stockwerke. Und die verschiedenen Regalreihen, gefüllt mit Büchern, enden in kleinen Türen, durch die ein Mensch niemals durchpassen würde. Diese Verwirrung hat ungefähr denselben Effekt auf das Zeitkontinuum. Das ist, glaube ich, übrigens der Tourist, von dem ich gesprochen habe, von dem die Kiste nämlich kommt. Und interessanterweise dieser L-Raum, ne? Ah, wie hieß der Film nochmal mit Matthew McConaughey? Interstellar war das, glaube ich, wo ja auch so eine ähnliche Geschichte war, auch mit Bücherregalen. Ne? Aber okay. Interessante Sache, dass es dann Jahrzehnte später in so einem Film nochmal thematisiert wird. So, hier haben wir eine kleine Abstellkammer, da können wir auch schon mal reingehen. Weil da bekommen wir, glaube ich, schon mal einen Gegenstand. Genau. Nämlich den Besen. Tada! Ich finde, das ist so ein befriedigendes Geräusch, wenn man einfach ein neues Item hat. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zuallererst zurück ins Zimmer. Weil mit dem Besen können wir jetzt nämlich die Truhe runterholen. Von dem Schränkchen. Schneller! Ich würde mir so ein bisschen eine höhere Auflösung würde ich mir wünschen. So. Zack. Runter mit dir! Also sehr praktisch. Eine Kiste, die mir die ganze Zeit hinterher rennt. Hey. Bei Fuß. Bei Fuß. Sitz. Tut mir leid, das macht sie sonst nie. So, und hier haben wir nämlich ganz viel Platz. Und wir haben hier eine... Ah, okay. Eine Frucht mit eigener Verpackung. Okay, da ist die Banane drin. Da hab ich das irgendwie falsch im Kopf gehabt. Wie gesagt, dass ich das gespielt habe, gerade im ersten Akt, das ist bestimmt schon 3 Monate her. Also ich meine, okay, bestimmt schon. Das klingt so, als wenn das wirklich mega, mega lange her gewesen wäre. Oder wir können auch nur 2 gewesen sein. Aber ich hab echt alles wieder vergessen. So, okay, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal das Buch. Uiuiui. Das Rumklick ist hier immer ein bisschen blöd. Weil der geht meistens nicht dahin, wo er eigentlich hingehen soll. So, mit Hilfe der Banane. Pass auf. Tada!
Bitte entschuldige, werter Herr, könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Jo, so viel zum Thema Leserausweis, ne? Aber sehr gut sortiert, ne? Der weiß immer, wo alles ist. So. Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Entdeckt Drachen aus sicherer Entfernung. Bei Misserfolg Geld zurück. So, wenn wir da draufklicken, dann können wir sogar reingucken. Das sind jetzt nämlich ein paar Sachen, die wir brauchen, um den Drachen halt mir entgegenzutreten. Einmal das hier. Diese Runen sind für mich absolut schleierhaft. So. Das muss ich mir erstmal übersetzen lassen. Okay. Wie komme ich hier raus? Ach da, okay. War ich mir nicht so ganz sicher. So, dann gehen wir mal zurück zum Erzkanzler. Oh, kriegst du das hin? Ja, sehr gut. So, da werden wir uns nämlich gleich dann auch schon so langsam aus der Universität herausbewegen. Die Welt ist relativ groß sogar tatsächlich. So. Wo bist du? Da bist du. Bitteschön. Ausgezeichnet! Braver Junge Bremswind! Rinswind, Herr. Aha! Jetzt haben wir die Formel für Recoglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Eine Spirale unfehlbarer Induktionen. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven. Und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf. So, 5 Sachen brauchen wir. Wir haben noch keine. Aber die sind eigentlich... Ich muss mal selbst kurz überlegen. Kriege ich dann alles noch zusammen? Oh mein Gott. Also das erste kriegen wir jetzt sogar ziemlich zeitnah. So, glaube ich, eigentlich mal nur hier reingehen. In den Speisesaal. Oh, ein Sumpfdrache, wenn mich meine Augen nicht täuschen. Ich dachte, sie sind mit explosivem Gas gefüllt. Oh, na schön. So, dann haben wir hier noch ein paar Professoren oder was auch immer. Genau, Dozent für neue Runen. Ein alter Zauberer, der sich einen Bart wachsen ließ. Hauptsächlich deshalb, weil die Rasiercreme so viel kostet. Unsere schönen Sumpfdrachen fressen. Ah, guck mal. Sogar noch ein paar weitere Themen. Guten Tag, ihr Herren. Tatsächlich? Ha. Und das sagst du, während der Tapioca-Markt zusammenbricht? Er ist schon wieder hinüber. Gib mir die getrockneten Froschpillen. Lach nur, du alte zweischalige Muschel. Bestimmt liegt's an den Drachen. Das ist die Erklärung. Verdienstvollen älteren Leuten Tapioca aus.